Dem Nachrichtenportal Bitterwinter zufolge hat die chinesische Regierung in der Shawan-Region in Ost-Turkestan 4 Moscheen geschlossen, die dem Dorf Liushougu zugehörig waren. Der Abriss wurde am 10. April 2018 vorgenommen. Als Begründung wurde der Antiterrorkampf angegeben. In der Region leben etwa 2 Millionen Uiguren, Kasachen sowie Hui-Muslime. Auf einer Ost-Turkestan-Konferenz in Kayseri, organisiert von türkischen Nationalisten, wurde erneut die Ost-Turkestan-Frage behandelt. Seyit Tümtürk, der Präsident des Uigurischen Nationalkomitees, hielt eine Rede über die aktuelle Lage im von China besetzten Ost-Turkestan. Der chinesische Außenminister Wang Yi verkündete von Chinas Erwartungen an den Iran. Der Iran soll eine aktive Rolle in regionalen Themen einnehmen und diese auch als wichtig erachten. Der Iran gab bekannt, dass eine strategische Partnerschaft mit China von Wichtigkeit wäre. Der schriftlichen Stellungnahme des chinesischen Außenministeriums zufolge trafen Wang Yi und der iranische Außenminister Javad Zarif in Peking aufeinander. Der venezolanische Außenminister Padrino López betonte trotz Anfeindungen und Drohungen, fest und treu an der Seite des Präsidenten Maduros zu stehen. Sollte die USA anstreben, eine Vasallenregierung zu errichten, dann nur über unsere Leichen, so López. Damit verdeutlichte der Außenminister, wie die antiimperialistische Armee Venezuelas auch durch Drohungen und Intrigen nicht zu manipulieren ist. Der stellvertretende Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, äußerte sich kritisch zu Tel Aviv und Riad. Salami habe Pläne, die den Supermächten eine Niederlage bringen sollen. Der Kommandeur macht die USA, Israel und Saudi-Arabien für den Tod von 27 iranischen Soldaten verantwortlich, die bei einem Terroranschlag im Südosten des Irans ihr Leben verloren haben.